vor der Weltzeituhr mitten am Alexanderplatz in Berlin. Und jetzt wird es einfach mal Zeit, ein bisschen über Berlin zu berichten. Viel Spaß dabei. Willkommen im Hanfmuseum in Berlin. Ja, wir waren ja schon mal hier und ich hoffe, ihr habt das Video alle gesehen. Beziehungsweise ich hoffe, dass ihr eventuell schon mal persönlich hier wart. Neben mir begrüße ich jetzt den Rolo. Hallo, schön, dass du vor die Kamera trittst und unsere Zuschauer wird es bestimmt interessieren. Gibt es seitdem, das ist ja schon 3 Jahre her, gibt es hier Neuigkeiten? Warum sollten die Leute auf jeden Fall noch mehr hinkommen? Es lohnt sich jederzeit, das Hanfmuseum zu besuchen. Wir verändern uns natürlich ständig. In den letzten 3 Jahren hat sich einiges verändert, von der Medizinabteilung in Kleinigkeiten bis zur Sonderausstellung in größeren Dingen. Von daher ist nicht nur Berlin immer eine Reise wert, sondern auch das Hanfmuseum in Berlin, gar keine Frage. Und dementsprechend sind wir nun auch keine ganz junge Einrichtung mehr. Trotz dauernder Veränderungen und immer weiterer Erneuerungen streben wir langsam auf unser 20-jähriges Bestehen zu. Das sind keine 20 Monate mehr, dann werden wir 20 Jahre alt. Und das ist für uns natürlich ein Jubiläum und wäre natürlich schön, wenn das auch eine breite Öffentlichkeit präsentiert wird und wir vielleicht damit noch mehr Leute erreichen und ein bisschen was über Hanf als uralte Kulturpflanze auch im hiesigen Bereich mit unserer Ausstellung Besuchern, Berlin-Besuchern und Berlinern darstellen und präsentieren können. Das Wissen sollte ja auch nicht verloren gehen, ne? Dafür sind wir da und wir wollen uns auch nicht nur halten, sondern auch präsentieren und entsprechend natürlich auch gerade die ökologischen Aspekte mit derzeitiger Umweltdiskussion in den Vordergrund rücken. Denn es ist natürlich auch ein nachwachsender Rohstoff, der in der derzeitigen Diskussion, wo sich alles auf das Genussmittel reduziert, natürlich ein wenig zu kurz kommt. Wie auch die ganze medizinische Geschichte. Hanf hat so viele heilende, medizinisch wirksame Aspekte. Und das alles hinter der Rauschdiskussion zu verdrängen, ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ja. Was mich nochmal interessieren würde auch, ich und die Szene kennt ja natürlich das Hanfmuseum. Jetzt bin ich aber gestern in Berlin angekommen und habe also wirklich 3 Passanten gefragt. Keiner kannte das. Ich habe 2 Polizisten gefragt. Keiner kannte das. Und dann dachte ich mir, dürft ihr dafür wenig Werbung machen oder ist wenig Geld für sowas da, dass wirklich auch mal Ortsschilder vielleicht, also zum Museum kriegt man ja auch auf diese ordentlichen Ortsschilder, sage ich mal, so Wegweiser, ist das hier verboten oder ist das finanziell nicht möglich? Nein, das ist nicht verboten, aber es gibt einige Wegweiser, aber eher wenige. Hier im Nikolaiviertel selber ist auf das Hanfmuseum hingewiesen mit den kleinen blauen Schildchen. Eher dezent, wie auch auf die anderen Einrichtungen hier im Nikolaiviertel. Und andere Hinweise sind in der Regel sehr teuer. Viele Stadtführer nehmen auch von den Häusern, die sie präsentieren, Geld. Und wir sind bis heute nach wie vor nicht nur ein privates Museum, sondern wir müssen uns auch selbst finanzieren. Wir bekommen keine Zuschüsse von der Stadt Berlin oder von Bundesmitteln oder europäischen Mitteln, wo auch immer. Also diese Ausstellung ist bundesweit die einzige, nicht nur stadtweit die einzige, die ganz besondere Sachen bringt und hätte mit Sicherheit auch einige Aspekte, die über Deutschland hinaus Interesse hätten, gefördert zu werden, also auf EU-Ebene. Aber wir sind nach wie vor darauf angewiesen, dass wir von vielen Gästen besucht werden, die ihren Eintritt hier lassen. Wir sind darauf angewiesen, Eintritte zu nehmen, haben einen kleinen Shop, aber das sind unsere einzigen Einnahmequellen bis ja nicht so nennenswerte Spendengelder, die wir aber auch haben. Vielen Dank an alle Spender, möchte ich hier auch gerne sagen.
das sind unsere einzigen Einnahmequellen und damit müssen wir bis heute sämtliche Kosten finanzieren. Das ist natürlich nicht leicht, das ist immer so eine Gratwanderung. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie in den ersten paar Jahren, jetzt mittlerweile nach fast 20 Jahren, aber es ist natürlich immer noch eine Komponente. Wir sind zwar im Großteil auf ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen und es sind ganz viele Komponenten, die uns bremsen, die uns dahingehend bremsen zu arbeiten, wie eigentlich ein Museum arbeiten sollte, mit Sammeln, Archivieren und Präsentieren. Okay. Jetzt habe ich vorhin gehört, ihr habt bald Geburtstag, 20-jähriges Freund. Na, ganz allein, 20 Monate sind noch mehr als ein Jahr. Ja, erst kommt unser 19. Geburtstag noch dazwischen. Okay. Den halten wir aber natürlich eher klein, weil zu unserem 19. Geburtstag halten wir eher Wolfgang Neuss groß, der vor 90 Jahren geboren war und ein sehr interessantes Leben hatte und eine sehr spitze Zunge in vielen Bereichen des Lebens war, den wir auch hier in die Ausstellung präsentieren. Und der hat der hat dann 90-jährigen Geburtstag und den, denke ich, werden wir in den Vordergrund auch zu unserem Geburtstag schicken. Und dann 12 Monate später unser 20-jähriges Bestehen dann hoffentlich ein bisschen größer. Gibt es sonst noch irgendwelche Aktionen im Hanfmuseum, die man erwähnen sollte? Es gibt jede Menge Aktionen hier, beständige Aktionen, wie die Rechtsberatung, wo ich gerade unseren Anwalt kommen sehe. Es treffen sich hier Organisationen wie die Hanfparade beispielsweise, aber auch für Gäste und Zuschauer hatten wir es schon, dass wir uns ständig ändern, bis hin zu Sonderausstellungen. Zurzeit läuft eine sehr interessante Ausstellung zu den Haschisch-Experimenten, die Walter Benjamin hier in Berlin gemacht hat und in Begleitung von zwei Ärzten, Fritz Frenkel und Ernst Juell, zwei sehr interessante Charaktere und auch Vitas, sehr interessante Lebensgeschichten. Ernst Bloch ist der einzige länger über den Zweiten Weltkrieg hinaus Überlebende dieser Runde der Leute, die Haschisch-Experimente gemacht haben. Es sind einige Protokolle noch erhalten geblieben und wir stellen einfach die Haschisch-Experimente dar und machen die halt eingängig, dass man sich eine Vorstellung machen kann, was die sehr hohen, sehr feinsinnigen Intellektuellen der 20er Jahre, wie die aufgenommen, umgesetzt und verarbeitet haben. Rolo, ich danke dir für deine Worte, sehr ausführlich, sehr verständlich. In diesem Sinne kann man sich eigentlich nur wünschen, dass Hanf absolut mehr in Europa, gerade hier in Deutschland, im Hanfmuseum subventioniert wird, dass vielleicht auch mal ein bisschen Geld zur Verfügung steht, um andere Sachen, um Kultur zu pflegen, denn Cannabis ist schließlich Kultur. Leute, wenn ihr mehr Infos haben wollt zu den vielen Aktionen, die im Hanfmuseum stattfinden, guckt einfach mal unter, wir blenden es auch ein, hanfmuseum.de. Ne? Hanfmuseum.de, immer eine gute, hochinteressante Seite, wird häufig aktualisiert, viele Infos dort zu sehen und unsere Ausstellung im Ganzen nicht, aber auch einige schöne Bilder bis hin zu Panoramabilder, die einen schönen Vorgeschmack auf unsere Ausstellung geben, wenn man dann wieder Berlin besucht und unsere kleine Ausstellung einen kleinen visitiert. Ich will hoffen, jeder, der in Berlin ist, hier vorbeischauen. Also Jungs, bis die Tage. Danke, Rolo. Ich bedanke. Ciao. So, liebe Leute, wir sitzen jetzt hier mal mit einem Team, wie ich mir mal eben so hinter den Kulissen reinziehen durfte. Und hier geht es um die Hanfparade 2013. Das Thema heißt bei denen meine Wahl, Hanf. Legal, auch wenn das nichts hiermit zu tun hat, aber sehr schönes Slogan. Neben mir sitzt jetzt der Tribble, der Greg und die Marion. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mal vor die Kamera tritt und ein bisschen was sagen wollt. Was geht in Berlin dieses Jahr ab oder wann geht's ab? Am 10. August geht's ab und zwar vom Bahnhof Zoo diesmal wollen wir starten. Ja, und dann über den Kudamm marschieren. Was erwartet ihr so an Leuten? Könnt ihr bestimmte, gibt es da bestimmte Künstler, die schon auftreten oder könnt ihr da schon irgendwie was zu sagen, Greg? Wir erwarten mehrere tausend Besucher und nach dem Umzug gibt es dann die große Abschlusskundgebung vor dem Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni.
Und da haben wir auch eine Bühne mit Bands, vier Bands und einen Chor werden wir haben. Und Stände, Infostände und ja, noch viel, also eine Menge Informationen rund um Hanf und alles Mögliche. Ja. Ich habe gesehen, ihr seid ja eh viel noch am Planen und am Machen und also wenn ich das so sehe, das ist viel komplizierter, wie das bei uns anscheinend abläuft. Hier gibt es anscheinend viel mehr Vorschriften und Sachen, die euch da die Behörden in den Weg stellen, so wie ich festgestellt habe. Tübbel, kannst du da was zu sagen? Wie sieht es überhaupt aus hier? Ist das hier so, gibt es hier viele Schwierigkeiten mit den Behörden? Ist es für euch schwierig, damit umzugehen, das immer wieder auf die Beine zu stellen? Hallo erstmal, also auf jeden Fall ist es immer schwierig, also zum Beispiel dieses Jahr haben wir gerade erst unser Gerichtsverfahren gegen die Stadt Berlin zu Ende gehabt, so, also Gerichtsbeschluss war schon letztes Jahr, aber das braucht ja immer noch ein bisschen, um wirksam zu werden sozusagen, falls keiner in Revision geht und so, ne? Und da steht halt drinne, also es ging darum, ob jetzt die Hanfparade quasi irgendwie politisch ist oder ob sie kommerziell ist und damit als Straßenfest einzuordnen wäre. Und die Versammlungsbehörde hat halt die Hanfparade als Ganzes genommen und dann zerstückelt wie irgendwie einen schrägen Fisch oder so und sich halt diese einzelnen Teile angeschaut und dann meinten sie, ja, keine Ahnung, sowas wie Aufbauten wie das Nutzhanfareal sind vielleicht ab und zu politisch, aber dann eigentlich auch wieder nicht politisch und das ist alles sehr seltsam gewesen und deswegen hatten wir auch ein Gerichtsverfahren angestrengt. Also da muss man dann halt auch verstehen, dass sie uns halt im Jahre 2011 auch sämtliche Aufbauten verboten haben, so da ging gar nichts. Und zu dem Zeitpunkt schon geplant und gebucht waren und das war echt ein Hammer. Ja, das war ein großes Fiasko so und es geht halt nicht so. Wir müssen eine Demo durchführen können, wie wir sie uns da vorstellen, mit den Elementen, die wir irgendwie uns vorstellen so. Das ist jetzt nichts irgendwie Hammermäßiges, das ist ja auch am nächsten Tag alles wieder weg und so. Das ist ja natürlich immer im Kopf, ne? Aber die Behörden wollten da halt uns einen riesen Strich durch die Rechnung machen. Bekommt ihr da Unterstützung so vom DAV oder von Rechtsanwälten? Wie läuft das? Tut ihr euch da zusammen? Geht das? Geht da was weiter oder geht da mehr in letzter Zeit? Na klar, also zum Beispiel zur Finanzierung unseres Gerichtsverfahrens hatten wir auch noch Soli-T-Shirts gehabt, so. Kann man ja vielleicht gleich nochmal einblenden oder so. Die gibt es auch noch immer noch ein paar in den größeren Größen. Aber diese T-Shirts wurden halt verkauft, um genau unsere Gerichts- und Anwaltskosten zu decken. Und das ist auch bislang sehr gut gelaufen. Also vielen Dank an die Facebook-Community und an das große Internet und die Leute da draußen. So, genau, da kam schon einiges zusammen und unser Anwalt konnte bezahlt werden und wir sind jetzt halt gut damit rausgekommen, ja. Jetzt möchte ich nochmal so in die Runde fragen, was würdet ihr euch wünschen so für die Hanfparade 2013, eure Wahl? Was sollte passieren, wie viele Leute wünscht ihr euch? Was würdet ihr den Leuten gerne mitgeben, damit die kommen? Marion. Was ich denen mitgeben würde, damit sie kommen? Naja, einfach mal runter vom Sofa, einfach mal Gesicht zeigen, denn wenn sich nur ein paar trauen, die können sie alle mal gut fotografieren, aber eine Masse, naja. Also, kommt einfach. Lasst uns eine Masse sein, lasst uns Tausende sein, lasst uns einfach viele sein. Danke, Mario. Greg? Wünschen würde ich mir, dass nicht nur ein paar Tausend, womit wir rechnen, sondern ein paar Zehntausend kommen. Das wäre eine großartige Überraschung. Dazu wäre notwendig extrem viel Publicity, die wir einfach nicht so leicht bekommen. Jetzt mal irgendwie in der Mainstream-Presse vorher zu erscheinen, ist gar nicht so leicht. Und ansonsten bleiben uns nur eigene Werbemaßnahmen. Und da wäre auch der Wunsch, die Hoffnung, dass viele sich vorher beteiligen, Flyer verteilen, weitererzählen, sich bei uns Postern, Flyer bestellen, wenn ich in Berlin ist, geht alles. Na klar, also auch nochmal, um auf unser Motto einzugehen, meine Wahl hanflegal und auf Greg seine Forderung, dass natürlich viel mehr Leute kommen müssen. So, das stellt sich halt vielleicht, oder man denkt dabei halt erst irgendwie, man will ja nur irgendwie kiffen oder so, aber es geht ja eigentlich alle an. So, jeder, der hier irgendwie in diesem Land lebt, so, zahlt Steuern und mit diesen Steuern werden halt Leute, die Drogen konsumieren oder handeln halt,
verfolgt. So, dafür geht jede Menge Geld drauf. In Deutschland sind es irgendwie offizielle Zahlen geschätzt, so 4 bis 5 Milliarden Euro. Davon 1 Milliarde nur für Hanfkonsumenten, die eigentlich ja niemandem was tun. So, wenn man irgendwie was konsumiert, dann schadet man höchstens sich selbst. So. Und das geht jeden an. Also jeder zahlt irgendwie Steuern und die gehen alle in den großen Pott rein, wo denn die Polizisten und die Staatsanwälte mit bezahlt werden. Und es geht jeden was an. Das sollte man halt viel mehr Leuten klar machen. Danke. Kurz, mir ist gerade noch was gekommen. Ich habe vorhin sowas mitgekriegt hinter den Kulissen. Ich glaube, ich darf das fragen. Ich habe Kana Mamas gehört. Was steckt dahinter? Was bedeutet das? Das weiß ich nicht. Das ist unser Kinderland auf der Hanfparade, das wir geplant haben. Und das haben wir erstmal so genannt. Ja. Was hat das für einen Hintergrund? Also was soll da passieren? Dass die Kinder eigentlich schon mit dem Produkt Hanf in Kontakt kommen und also sehen, dass es ein gutes Lebensmittel ist, dass es für die Medizin ist. Und also im Ganzen haben wir Infostände und wollen auch den Kindern quasi eine politische Information mitgeben. Okay, ich danke euch allen und Leute, seht zu, dass ihr auf die Hanfparade kommt. Ich denke mal, Zugverbindung nach Berlin, daran kann es nicht hapern, Mitfahrzentralen. Es gibt genügend Möglichkeiten, Ausreden gibt es wenige. Also schaut's da vorbei, wir blenden jetzt nochmal die ganzen Daten ein, wann geht's los und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Zusammen schaffen wir das. Bis dann. Ich bin jetzt endlich mal beim Steffen Geier, genau, ich bin jetzt endlich mal bescheuert. Na, neben mir sitzt der Steffen Geier und bin froh, dass ich dir mal hier aus dem Büro gekriegt habe und endlich mal vor die Kamera, weil man glaubt es eigentlich gar nicht, wenn man mal ab und zu einem Skype schreibt so oder wie auch immer und ja, schwer beschäftigt, aber wenn man das hier so mitkriegt, dann sieht man wirklich, dass da einiges abgeht. Steffen, das ist tatsächlich Arbeit. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, was gibt's? Ich will so ein Berlin-Spezial eher machen. Was gibt's so in der, bei dir? Du machst ja viel politisch auch bei dir. Du hast eine eigene Seite. Was gibt's da Neues? Was worüber würdest du den Leuten gerne mal erzählen? Oder was sollten die wissen? Auf meiner eigenen Seite ist im Moment ziemlich ruhig, einfach weil ringsrum zu viel zu tun ist. Wir hatten jetzt einen sehr, sehr erfolgreichen GMM in Deutschland. Für deutsche Verhältnisse erfolgreich. Also wir haben ja nicht wie ihr in Österreich da die Zentraldemo in Wien, sondern möglichst viele unterschiedliche kleine Veranstaltungen. In den letzten Jahren waren das immer 2 oder 3 und dieses Mal 12. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Es hat auch dafür gesorgt, dass in ganz Deutschland dann so ungefähr 2500 Leute auf der Straße waren, was sehr, sehr anständig ist, weil wir auch in Vorjahren in Berlin manchmal nur 5 oder 10 motiviert haben, sich an dieser kleineren Veranstaltung zu beteiligen. Und dies war jetzt am 1. Mai-Wochenende. Das heißt, wir haben hinterher noch so knappe 100 Tage bis zur Hanfparade. Und da ist jetzt mittlerweile auch jeden Tag Hardcore-Arbeiten angesagt. Es gibt immer was zu tun. Hast ja mit den anderen Leuten aus dem Team auch schon was gefilmt. Und darüber hinaus machen wir hier im Museum natürlich die normale Museumsarbeit. Führungen für Schulklassen und solche Geschichten. Aufklärungsarbeit in allen möglichen Bereichen, ganz viel Rechtshilfe, die Grüne Hilfe hat hier im Büro, wenn Leute Probleme mit dem Führerschein haben etc. pp., dann rufen die im Zweifel hier an und kriegen so eine Erstberatung, was erwartet mich, brauche ich einen Anwalt? In aller Regel nein. Ja, das ist die Panik und überhaupt. Ist übrigens ein sehr netter Anwalt, den habe ich vorhin auch kurz mal gesehen. Könnt ihr euch also echt mal dran wenden, wenn ihr Probleme habt hier in Berlin. Ja, das ist dann am Donnerstag so eine Spezialität. Da haben wir hier 1 Stunde kostenlose Rechtsberatung, wo tatsächlich ein Anwalt ist. Es gibt ja Leute, die glauben dann am Telefon mir einfach nicht und gehen dann zu dem Anwalt, der sagt ihnen genau das Gleiche nochmal, aber dem glauben sie es dann ist okay, wenn es den Anwalt braucht. Und manchmal kommen natürlich auch Probleme, wo ich jetzt nicht einschätzen kann, lohnt es sich jetzt schon, den Anwalt zu holen oder nicht. Dann kann man das schön auf den Donnerstag verweisen, 18 bis 19 Uhr im Hanfmuseum. Und so gibt es 1 Million Baustellen. Wenn du sendest, hatten wir in Berlin gerade ein Treffen für die Cannabis Social Clubs, das Konzept, das ja in Spanien, Portugal, Belgien und so weiter angewendet wird, um Konsumenten vom Schwarzmarkt zu befreien
und damit auch die Gesellschaft von den schädlichen Auswirkungen des Schwarzmarkts zu befreien. Da gibt es Versuche, das auf Deutschland zu adaptieren. Ich bin persönlich sehr skeptisch, aber noch kann ich mich auf den Termin freuen, in der Hoffnung, da was dazu zu lernen, viele Leute in Deutschland zu treffen. Dann ist das im Juni, ne? Am 8. Juni, ja. Vorher ist noch die NTU-Vision in Berlin. Wir haben den Vorteil, dass in Berlin so ein bisschen die Familie, die Legalisierungsfamilie ihr Hauptquartier hat. Ich kann hier in einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln 80% der deutschen Szene erreichen. Und das ist echt Gold wert. Ist auch ein Nachteil. Es fällt uns deshalb schwer, in der Fläche aktiv zu werden. Aber da haben wir ja jetzt mit dem GMM doch irgendwie einen Ansatz gefunden. Die Cannabiskultur im letzten Jahr hat da auch gezeigt, dass es möglich ist, in München oder in Hamburg oder in Bremen was zu machen, dass die Ausrede, ich kann das nicht, bei mir kommt da eh keiner, nicht funktioniert. Wenn man nur den Arsch hochkriegt, kann man auch in Kleinkleckersdorf ein cooles Event machen. Im Zweifel ist es sogar so, dass es viel leichter ist, in Kleinkleckersdorf in die Regionalzeitung zu kommen, wenn man da mit drei Leuten einen Infostand macht. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Dann kommt da die Lokalzeitung und die berichten auch, weil an dem Tag sonst nichts passiert in Kleinkleckersdorf. Wenn ich in Berlin mit 1000 Leuten mich irgendwo treffe, dann schreibt kein Mensch drüber, weil 100 andere Veranstaltungen mit 2000 Leuten gewesen sind. Was ich gerade auch mal, wir haben schon öfter auch diskutiert und wir haben uns gefragt, wieso wären eigentlich so in Wien teilweise 2.000, 3.000 und wie ich gehört habe, in Hannover waren fast 500 und wie auch immer. Und Berlin macht es aber auch schon so lange und dann waren ja, ich glaube, letztes Jahr so 200 Leute da oder wenn überhaupt. Nee, auf der Hanfparade, das ist nee, ja unser Paradekind. Ich meinte jetzt den GMM, also den Hanftag, ne? Der GMM ist für Berlin einfach nicht wichtig. Berliner sind verwöhnt, die haben unsere Kulturkalender für die nächsten 14 Tage sind dick wie Telefonbücher. Also du glaubst nicht, dass das wegen Polizeiaktion ist oder so? Ich glaube, das ist eine Ausrede. Wer sagt, ich gehe nicht auf eine Hanfdemo, weil ich Angst vor Polizei habe, ist dumm oder feige. Mhm. Dumm, weil er nicht verstanden hat, dass die Teilnahme an der Demonstration nicht heißt, dass ich irgendetwas Kriminelles mache, sondern nur, dass ich erkannt habe, dass es bescheuert ist, Cannabis zu verbieten, dass legales Cannabis für die Gesellschaft weniger schädlich wäre, als es verboten ist. Dafür muss ich nicht kiffen. Ich muss ja auch kein Baum sein, um mich für die Erhaltung des Regenwaldes einzusetzen. Warum soll ich Kiffer sein müssen, um mich für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen? Ja. Und feige, weil den allermeisten ist das ja in Wirklichkeit klar. Wann ist in Österreich oder in Deutschland zuletzt mal jemand wegen der Teilnahme an einer Demonstration mit staatlichen Behörden irgendwie kollidiert, es sei denn, er hat dort Verbrechen begangen. Ja. Wer Steine schmeißt, muss sich nicht wundern, dass Polizisten unangenehm reagieren. Ja. Aber wer nur langläuft, Liegeleise ruft oder eine Rede hält oder ein Transparent dabei hat, dem passiert nichts. Der übt seine Bürgerrechte aus. Jetzt ist das ja so der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Bei uns geht ja meistens die Post ab. Das ist so der Tag des Jointrauchens und alle zünden da ihre Joints vor den Polizisten so ungefähr an. Zwar nicht offensichtlich, aber jeder riecht und überall brennen die Dinger. In Berlin sieht es ja ein bisschen anders aus. Wie sollen die Leute damit umgehen? Am besten jeder alles zu Hause lassen oder was gibst du da für Tipps? Oder hast du Tipps? Es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Einstellungen, weil es ja so viele unterschiedliche Leute gibt, die zur Hanfparade kommen. Wenn es jetzt nach mir persönlich ginge, würden alle an dem Tag einfach mal nichts mitbringen, damit die 300 Polizisten, die da vor Ort sind, am Ende bei ihrem Chef sagen müssen, sorry, wir haben gesucht wie die Wilden, aber es war einfach nichts zu finden. Weil die dann im nächsten Jahr Schwierigkeiten haben zu begründen, warum sie wieder mit 300 Polizisten kommen. Und eigentlich brauche ich die nicht. Wegen mir brauche ich da zwei Polizisten, einen, der vorne wegläuft und die Straße sperrt und einen, der hinterherläuft und die Straße wieder aufmacht. Alles andere regeln wir selbst. Wir sind keine Gewalttäter. Ich habe noch nie Probleme mit einer Schlägerei gehabt. Ich habe noch nie Probleme mit irgendwie Diebstahl gehabt innerhalb der Demo oder sowas. Das passiert einfach nicht. Wir sind kein böser Mob, sondern Leute, die für ihr politisches Ziel mit legalen Mitteln kämpfen. Aber ich kann verstehen, dass es andere gibt, die sagen, die Hanfparade ist für mich ein Tag, an dem ich das Cannabis-Konsumieren zelebriere, das öffentlich mache, um ein Statement zu setzen. Ich weiß nicht, ob man das dann mit der 1,50 Meter großen Acrylbong ausleben muss, ob ein heimlich gerauchter Joint, den jeder am Geruch erkennt, nicht die gleiche Wirkung haben könnte. Aber so alle paar Jubeljahre packt es mich auch. Ich habe jetzt auf dem Hanftag in Berlin zum Beispiel
zum ersten Mal seit 11 Jahren auf einer Hanf-Demo wieder ein Joint geraucht, weil es einfach als Statement zu diesem Zeitpunkt richtig war. Ja. Nee, ich finde es auch gut, wenn man dazu steht. Also ich mache sowieso, ich mache es in Berlin, ich mache es überall mit der Gefahr oder mit dem Risiko auch, dass ich dafür auch eventuell eine Anzeige oder vor Gericht kommen kann. Aber ich finde es gut, dass es solche Leute gibt wie dich oder wie andere, die sowas auch mal zelebrieren. Ich habe ja mal manchmal so verrückte Ideen und habe mal so gedacht, was wäre es denn, um jetzt die Polizei mal so ein bisschen zu ärgern. Ich meine, sind zwar unsere Freunde im Grunde genommen, aber wenn man jetzt mal die ganze Hanfparade mit unechten Joints ausstatten würde und die ja im Grunde genommen die Erfolgserlebnisse fehlen würde, würdest du sowas eher für produktiv oder kontraproduktiv halten? Da muss ich dir mit einem entschiedenen Jein antworten. Als Versammlungsleiter der Hanfparade muss ich dich warnen, dass die Vortäuschung einer Straftat in Deutschland bestraft wird wie der Versuch der Straftat. Ja, aber dass sie eine Zigarette drehen, mehr ist das ja nicht, oder? Da kommt es nicht darauf an, was du für eine lustige Erklärung hast, sondern was ein neutraler Beobachter empfindet. Und wenn du auf einer Hanfparade 1 Million konische irgendwas verteilst, dann wird in der Zeitung stehen, dass da Joints waren und nicht konische Zigaretten. Die andere Sache ist, dass ich den politischen Effekt, den das haben könnte, durchaus auch schätze, aber dann muss ich sie als Veranstalter nicht wissen. Die Hanfparade ist eine Bühne. Wir sorgen dafür, dass ihr ein Stück aufführen könnt. Aber welches Stück das ist, ob das viele bunte Menschen, die ein gemeinsames politisches Ziel vereint und die dafür kreativ tätig sind, ist, oder ob das ein wütender Mob ist, der Schaufensterscheiben kaputt macht, oder ob das eine Truppe von 5 oder 10 oder 12 Veranstaltern und sonst niemand ist, das bestimmen die Leute, die dorthin gehen. Wir sind ein kleines Team. An dem Tag aktiv sind, sagen wir mal, 100 Leute. Die brauchen wir, um die Hanfparade von A bis Z durchzumachen. Das sind aber alle professionellen Dienstleister mit dabei. Aber die 100 Leute machen die Hanfparade nicht. Die Hanfparade machen die 4, 5, vielleicht ja auch 10.000 oder 100.000 Menschen, die dorthin gehen und das mit Leben füllen. Wir machen ein Gerippe. Aber Fleisch und Blut und Herz und Hirn, das müssen die Leute mitbringen. Dann nochmal so zur allgemeinen politischen Lage. Du verfolgst ja viel mit. Würdest du sagen, es hat sich jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren was positiv geändert? Oder würdest du eher sagen, es ist ein Stillstand da? Oder was ist so dein Gefühl, dein Feeling? Auf politischer Ebene in Deutschland ist Stillstand. Seit Merkel regiert, das sind mittlerweile ja auch schon 8 Jahre, passiert quasi nichts. Wir haben eine Bundesdrogenbeauftragte, die ist freundlich formuliert unwissend. Die gibt das auch öffentlich zu, die hat den Job nur gekriegt, weil sie noch einen Posten brauchte und nichts mehr zu verlieren hat, so ungefähr. Aber wenn ich in die Welt schaue oder wenn ich dem Volk aufs Maul schaue, wenn ich in die Medien gucke, wie im Tatort die Cannabiskonsumenten dargestellt werden, wie viele Kifferserien es gibt, von Wietz bis was weiß ich nicht, wie wenig gefährlich es für Celebrities mittlerweile geworden ist, sich zu ihrem Cannabiskonsum zu bekennen, dann sehe ich schon, dass da der Trend eindeutig in Richtung Legalisierung geht. Colorado und Washington sind natürlich da nur die Speerspitze, das, was man sieht, aber dass das möglich ist in solchen Bundesstaaten, dafür braucht es eine sehr, sehr breite Basis und von der können wir in den nächsten Jahren sicherlich noch profitieren. Okay. Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen mal zu dem Land TV-Zuschauern oder? Ja, schaut's nicht nur Bland TV, kommt auch mal auf die andere Seite der Alpen, hätte ich beinahe gesagt. Auch nördlich der Donau gibt es viele, viele interessante Dinge zu finden. Nicht zuletzt kommt zur Hanfparade in Berlin. Ich verspreche euch, dass das mindestens so unterhaltsam ist wie der Hanfwandertag. Im Zweifel haben wir noch ein bisschen mehr Informationen, ein bisschen mehr Politik, ein bisschen mehr Familientreffen der Szene. Okay, da hat er jetzt gut auf die Kacke gehauen und ich hoffe, dass ihr könnt euch davon überzeugen und das wird wirklich so sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein super Wetter, Millionen von Besuchern und vor allen Dingen Erfolg, dass hier in Deutschland was weitergeht. Ich werde zusehen, dass ich auch kommen kann, ja. Dankeschön, alles Gute. You got to be confident, my brother. Wir haben jetzt eine kleine Berlin-Tour mit euch gemacht.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt ist das Wetter auch wieder toll. Gestern hat es ein bisschen geregnet. Denkt dran, wir sind legal und wir wollen uns auch legal fühlen. Lebt eure Freiheit ein bisschen aus. Lasst euch, befreit euch aus diesen Gefängnissen. Helft mit, werdet solidarisch. Ihr kennt meine Sprüche, schließt euch Vereinen an, schließt euch Verbänden an, unterstützt die Leute, macht euch aktiv und das wird die Veränderungen bringen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Stay, baba, euer Mario von Landetown, baba.